Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, ich hatte ihn schon angekündigt. Alexander Sander ist bei mir im Studio und wir sprechen heute über die sogenannte Social Media Plattform Facebook, die mittlerweile sehr bekannt dafür ist, Unmengen an Daten über Nutzer und Nutzerinnen zusammenzutragen. In über 50 Kategorien werden ja Informationen über religiöse Ansichten, über politische Ansichten, Sexualität, Beziehungsstatus und so weiter bei Facebook gesammelt. Wir müssen über Facebook aber auch nochmal sprechen im Zusammenhang mit dem Thema personalisierte Werbung zum Beispiel. Und wir können das Ganze auch noch ein bisschen weiterfassen, das Thema, und darüber philosophieren oder uns Gedanken machen, ob Facebook eben auch politische Wahlen entscheiden kann. Da ist im letzten Jahr ein sehr interessanter Artikel in der FAZ zu veröffentlicht worden, in dem es auch darum ging, wie das durch Versuche quasi versucht wurde, zu beweisen, dass das eben funktioniert. Alexander Sander ist bei mir im Studio. Du hast relativ trocken hierher geschafft, sehe ich. Ja, ich bin noch trocken hergekommen, aber es ist trotzdem nicht so angenehmes Wetter. Gut, dann hätten wir das leidige Wetterthema haben wir auch. Das haben wir jetzt schon weg. Jetzt können wir über Facebook sprechen. Erst kürzlich sind sie ja wieder in die Schlagzeilen geraten, weil Daten aus privaten Chats nicht privat bleiben. Lass uns aber zunächst mal bei Null anfangen und darüber sprechen, wieso Facebook so interessiert ist, zumindest offiziell an den Daten der Nutzer und Nutzerinnen. Also Facebook versucht natürlich, so viele Informationen wie möglich über diese Nutzerinnen und Nutzer zu sammeln, um dann möglichst personalisierte Werbung schalten zu können. Denn je personalisierter die Werbung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Werbung auch annehmen und möglicherweise eben Produkte dann auch kaufen und Facebook damit eben verdient. Mhm. Was Facebook jetzt eben auch macht, das hat schon seit längerem angefangen und eskaliert jetzt sozusagen immer weiter, ist eben auch Daten von Leuten zusammen, die überhaupt nichts mit Facebook zu tun haben. Also von Leuten, die keinen Account bei Facebook haben oder bei WhatsApp oder wo sonst auch immer, und Facebook dann eben trotzdem ganz, ganz viele Daten über diese Personen sammelt, zum Beispiel sogar Schattenprofile anlegt, eben, dass wenn man sich irgendwann mal bei Facebook anmelden sollte, dass dann eben schon ein ganzes System aufploppt und sagt, hey, du kennst den, du kennst den, du kennst den, und vernetze dich mit den Leuten, und dass man dann auch relativ zügig eben mit möglichst personalisierter Werbung die Leute beglücken kann. Das ist total gruselig, finde ich. Schattenprofile sind echt eine gruselige Sache, weil man ja dann doch den ein oder anderen kennt da draußen, der sagt, nö, Facebook habe ich, das ist mir zu spooky, da habe ich nichts mit zu tun, da habe ich gar nicht erst ein Profil angelegt. Das bedeutet aber nicht, dass man sich mit so einem sicheren Gefühl in der Bauchgegend zurücklehnen kann, offensichtlich. Nein, genau. Also Facebook versucht einfach über alle Menschen sozusagen Informationen zu sammeln. Und das funktioniert zum Beispiel, wenn Leute ihr Telefonbuch hochladen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel die App nutzt und dann eben sein Telefonbuch an Facebook weitergibt, dann müsste man als Nutzer zum Beispiel vorher auch die ganzen Leute im Telefonbuch fragen, darf ich deine Daten an Facebook weitergeben. Das wäre der korrekte Weg. Das machen aber leider die wenigsten. Man wird nur als User gefragt, quasi, ob man damit bereit ist, die Daten, die man am Telefon hat, freizugeben. Aber man müsste ja eigentlich im Prinzip jeden einzelnen fragen, der dein Telefonbuch verzeichnet ist. Genau, so ist es. Ja. Und darüber, dass eben diese ganze Telefonbücher da hochgeladen werden, kann eben Facebook dann schon eben Netzwerke von Leuten erstellen. Also sie wissen zum Beispiel die Telefonnummer vielleicht von mir, also sehr wahrscheinlich sogar, wenn eben Leute dann ihr Telefonbuch hochgeladen haben. Und wenn ich dann eben auf Facebook mich anmelden würde als neuer Benutzer, würden die mir erstmal alle Leute vorstellen als Freund, bei denen ich im Telefonbuch war, und wissen natürlich auch schon eben sehr viel über mich, ohne dass ich diese Informationen jemals an das Unternehmen gegeben habe. Das heißt, auch dieser Link, den man manchmal sieht, macht dein Profil sicherer, indem du eine Telefonnummer angibst. Wenn man den wegklickt und sagt, nein, ihr kriegt meine Telefonnummer nicht, hat man auch schon wieder im Prinzip einen falschen Gedankengang im Kopf gehabt, denn die haben die ja schon längst. Also sehr wahrscheinlich haben sie. Also die haben, wie gesagt, über 50 Datenkategorien, wo sie eben Informationen über die Leute sammeln, darunter eben logischerweise Informationen wie ein Login-Daten, das ist vollkommen klar, dass sie diese Daten auch brauchen, aber eben sehr viele Informationen, die sie sich selbst mehr oder weniger auch ausdenken, also sowas wie auch religiöse Ansichten oder politische Einstellung, selbst wenn man das eben nicht angibt, währenddessen man ein Facebook-Profil erstellt, wird Facebook dann trotzdem anhand der Posts oder anhand der Freunde oder auch anhand der Veranstaltung, zu der man eingeladen wird, daraus Ableitungen treffen, was man zum Beispiel eben für Ansichten im Bereich Religion oder Politik hat. Ja, in der FAZ wurde, glaube ich, der Satz geprägt, dass jeder Klick das Weltbild zementiert, den man bei Facebook macht. Genau. Das kann man schon so formulieren, oder? Auf jeden Fall. Und nicht nur das Weltbild, sondern eben sehr viele Informationen über die Privatsphäre eines Menschen, auch die Sexualität,
geht und alles das ist mit dabei. Also man kann zum Beispiel mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, anhand von 100 Likes, die die Leute machen, ob sie zum Beispiel homosexuell sind. Mhm. Und nur anhand der Likes. Also man kann sehr, sehr viel eben anhand der Daten über die Person dann sagen. Ja, Privatsphäre ist auf jeden Fall was anderes. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, offiziell geht es Facebook da um die personalisierte Werbung. Was aber kann mit den Daten noch angestellt werden oder was wird unter Umständen auch schon angestellt mit den Daten, die da zusammenkommen? Also Facebook hat verschiedene Experimente durchgeführt. Das erste, wo man sich sozusagen außerhalb der Werbung bewegt hat und versucht hat, eben die Daten noch andersweitig zu nutzen, war im US-Wahlkampf. Mhm. Dort hat man eben die Wählerinnen oder die potenziellen Wählerinnen und Wähler dazu aufgefordert, zur Wahl zu gehen. Das führt natürlich dazu, dass dann auch mehr Leute zur Wahl gehen. Also das hat tatsächlich funktioniert. Und hier ist natürlich das denkbare Szenario, dass eben Facebook nur einen bestimmten Personenkreis vorschlägt, zur Wahl zu gehen, also zum Beispiel nur Demokraten oder nur Republikaner, weil sie eben bei dem einen oder anderen Präsidentschaftskandidaten zum Beispiel bessere Aussichten hätten, ihr Unternehmen gewinnbringend weiterzuführen. Weil darum geht es ja am Ende, ist ein börsennotiertes Unternehmen, seinen Aktionären gegenüber verpflichtet. Und hier könnte es zumindest möglich sein, dass Facebook eben auch den Ausgang von Wahlen beeinflussen kann. Sie haben es zumindest geschafft, was ja eigentlich ein sehr positives Ereignis ist, dass mehr Leute zur Wahl gehen. Ja. Aber sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man nur einen bestimmten Personenkreis dahin schickt. Sobald Mark Zuckerberg eine Präferenz hat, wird das Ganze eben nicht mehr ein Motor für ein demokratisches Wahlereignis, sondern kann durchaus eben auch entscheiden, wer am Ende des Tages Präsident oder Präsidentin der USA wird. Ja. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass dieses Szenario eintreten könnte. Also wie gesagt, man denke zum Beispiel auch an die europäische Datenschutzreform, wo hier eben strenge Regeln vorgesetzt wurden, wo es in der Diskussion war, eben solche Privatsphäre-Einstellungen für Nutzerinnen und Nutzer viel robuster zu machen. Ja. Und hier hätte zum Beispiel Facebook ja ein Interesse daran, das zu torpedieren und könnte das zum Beispiel dann eben auch durch die Beeinflussung von Wahlen machen. Also könnte, aber es ist eben denkbar, dass es möglich ist. Das ist ein ähnlicher Fall, aber auch bei den Suchmaschinen der Welt. Also Google zum Beispiel ordnet die Suchergebnisse ja auch nach gewissen Kriterien, die unklar bleiben. Ja, genau. Auch Suchmaschinen könnten da im Prinzip auch Tendenzen vorgeben. Das gibt ja auch, glaube ich, bei House of Cards so eine Folge, wo sich Frank Underwood mit so Leuten von Suchmaschinen trifft und sich von denen beraten lässt. Ja. Also das ist wie gesagt, Facebook ist jetzt exemplarisch. Das funktioniert natürlich auch. Twitter macht Schattenprofile, auch Google macht sowas. Also das ist alles kein Facebook spezifisches Problem, sondern eben nur ein Beispiel. Also fast alle sozialen Netzwerke, die eben darauf ausgerichtet sind, mit Werbung Geld zu verdienen, werden solche Aktionen in diese Richtung unternehmen. Jetzt ist Facebook kürzlich nochmal in die Schlagzeilen geraten, weil eben auch Daten aus Chats zusammengesammelt werden, aus privaten Chats, die in der Tat auch so heißen eigentlich. Ja, geht es da auch wieder um die Werbung offiziell oder wie wird das quasi begründet? Naja, es gibt verschiedene Begründungsmuster. Natürlich geht es in allererster Linie darum, erstmal möglichst viele Informationen zu bekommen. Und in dem konkreten Fall geht es jetzt eben darum, dass aus privaten Nachrichten Links, die geteilt werden, eben nicht privat sind, sondern dass die eben zum einen Facebook sowieso sehen kann. Also die schauen sowieso in die privaten Nachrichten rein, um dann eben zu schauen, über was man sich unterhält, um dann eben, wenn man sich zum Beispiel über Schuhe unterhält, dann in der Werbung Schuhe anzupreisen oder ähnliches. Es ist aber auch so, dass man Facebook-Developer werden kann. Also dass man, wenn man einen Account da hat und eine Telefonnummer, die funktioniert, kann man da eben Developer werden und kommt auch an diese Daten ran, welche Links zum Beispiel über Facebook geteilt werden. Mhm. Und man kommt eben auch an diese Informationen ran, welche Links in privaten Nachrichten rumgeschickt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website aufmache und da eben die Urlaubsbilder mit meinen Freunden teilen möchte, dann geht dieser Link eben zum Beispiel auch raus in die Öffentlichkeit. Also man kommt eben relativ einfach an diese Daten ran. Dann wurden eben, also der Mensch, der das getestet hat, der diesen Bug, er bezeichnet es als Bug, also als Fehler, entdeckt hat. Er hat eben auch Links zu Google Docs gefunden zum Beispiel, wo die Leute dann eben Passwörter für, also Zugangsdaten veröffentlicht haben oder ähnliches. Also hier denkt man ja, dass man, wenn man in einer privaten Nachricht ist, auch private Informationen übermitteln kann. Ja. Davon sollte man aber Abstand nehmen. Wir spielen einen Song, würde ich sagen, und dann lösen wir auf sozusagen und versuchen den Leuten Wege aus dieser Misere heraus aufzutun. Auch Leuten, die gar kein Facebook-Profil haben, die müssen dann witzigerweise, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, noch mehr Daten an Facebook schicken, damit die Daten, die bisher gesammelt wurden, gelöscht werden. Aber naja, gut, darüber reden wir gleich. Hier ein Song von den Scanners zwischendurch, We Never Close Our Eyes.
Die Scanners mit We Never Close Our Eyes, Flux FM. Am Mittwochnachmittag bei mir im Studio ist immer noch Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben schon ein bisschen über Facebook gesprochen, über personalisierte Werbung und die Möglichkeiten, die Facebook wegen der Unmenge an Daten, die zusammengesammelt wurden, die Facebook hat, um unter Umständen sogar Wahlen mit zu entscheiden. Das ist ein sehr spannendes Thema. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal zumindest Wege auftun, die dafür sorgen konnten, dass man da rauskommt aus der Datenkrake, dass man sich befreien kann vom Griff der Datenkrake. Lass es mich so formulieren. Wir haben vorhin schon angefangen, darüber zu erzählen, dass es auch Schattenprofile gibt von Leuten, die überhaupt nicht bei Facebook angemeldet sind. Was können denn die zunächst mal tun, um diese Schattenprofile zu löschen? Das ist ja ein relativ absurder Vorgang. Das ist sehr absurd, ist aber also sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Also es gibt Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel direkt an Facebook wendet und dann eben sagt, wer man ist. Also dann vielleicht auch dazu eben aufgefordert wird, möglicherweise mit einer Personalausweiskopie oder ähnlichen eben nachzuweisen, dass man tatsächlich die betreffende Person ist und dann eben zu versuchen, eine Löschung zu beantragen. Aber eben, ich sage schon, viel hätte, wäre hin und her. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, genau eben von Leuten, die nicht bei Facebook sind und Facebook keine Daten geben wollen, diese Daten, die sie bereits gesammelt haben, zu löschen. Ich hatte ja auch vorhin schon angedeutet, dass das Problem ja eigentlich auch die Leute sind, die diese Daten ungefragt an Facebook weiterleiten. Also man müsste eigentlich auch, also Facebook würde sich dann rausreden und würde sagen, wir haben die Daten ja legal von dieser Person bekommen. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr schwierig. Das Beste ist einfach grundsätzlich möglichst zum Beispiel über einen Tor-Browser anonym zu surfen, sodass eben zum Beispiel keine Daten erst angesammelt werden, keine Cookies zu sammeln und ähnliches. Mhm. Also dass man sich möglichst anonym durchs Netz bewegt, also dass man selbst möglichst wenig Daten produziert, denn dann können auch diese Netzwerke wie Facebook zum Beispiel auch nur sehr wenig Daten sammeln. Ja, und wenn man jetzt einen Facebook-Account hat, wie kann man da vielleicht dafür sorgen, dass man zumindest nicht gemolken wird wie die lila Datenkuh? Genau. Also bei Facebook selbst, wenn man da eben bei diesem Netzwerk registriert ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, in sehr versteckten Menüs eben bestimmte Einstellungen vorzunehmen, die eben die Privatsphäre ein Stück weit schützen. Also zum einen ist natürlich auch die Daten, die man öffentlich zur Verfügung stellt, die man vielleicht etwas eingrenzen sollte, also den Personenkreis, der die Daten überhaupt nutzen kann, begrenzen. Denn es gibt auch wiederum viele Leute, die die öffentlichen Daten von Facebook einfach nehmen und benutzen. Mhm. Und darüber hinaus ist dann eben bei Facebook die Möglichkeit zum Beispiel einzustellen, ob man diese personalisierte Werbung bekommen möchte oder wie überhaupt mit diesen Werbungen umgegangen werden soll. Also hier gibt es bestimmte Einstellungen, die eben sehr schwer zu finden sind. Wir haben dafür extra so einen Clickleitfaden erstellt, wo eben die Leute relativ einfach dem folgen können und eben schauen können, welche Einstellungen geändert werden können, wo wir auch erklären, was denn diese Formulierungen, die da Facebook selbst eben findet, um die Einstellung zu ändern, tatsächlich bedeuten, weil die sind auch nicht so besonders leicht formuliert teilweise. Und wenn man bei uns auf die Webseite geht, dann auf Publikation findet man eben diesen Klickleitfaden für Facebook, wo man dann eben für etwas mehr Privatsphäre sorgen kann, wenn man denn diese Einstellung davor nimmt. Sehr schön, dann würde ich einfach mal dazu raten, wie so oft am Ende unseres Gesprächs auf der Seite der Digitalen Gesellschaft vorbeizugehen. Digitalegesellschaft.de ist da die richtige Adresse, am besten über den Tor-Server da, damit man da gleich schon möglichst anonym vorbeikommt. Anonym vorbeikommt, ja, genau. Wir begrüßen auch anonyme Gäste bei uns auf der Seite. Und dann kann man da unter Umständen den Schaden einschränken. Facebook verspricht bessere Werbung für alle, aber dass noch mehr mit den Daten, die gesammelt werden, gemacht werden kann, das hat uns Alexander Sander verraten. Sogar Wahlen und Emotionen können beeinflusst werden von Facebook. Was das für die Verbraucher und Verbraucherinnen bedeutet, das haben wir eben mit der Digitalen Gesellschaft besprochen. Und wer noch mehr zum Thema wissen möchte, der geht auf der Seite vorbei. digitalegesellschaft.de. Danke, Alexander. Gerne. Ciao.